Schönen guten Tag, meine lieben Freunde. Wir stellen euch ein weiteres Produkt heute vor. Heute geht es um den State 6 Beschleunigungsmesser. Das ist ein ganz nützliches Zusatzinstrument, das ihr schnell und einfach einbauen könnt. Damit könnt ihr zum Beispiel messen, wie schnell ihr von 0 auf 100 braucht oder wie schnell ihr 100 oder 150 Meter oder sonstige Distanzen zurücklegt. Wie ihr das einbaut und wie das Ganze funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. Tada! Okay. So, ihr Buben, jetzt haben wir hier das ganze Gerät einfach verkabelt. Wir haben uns hier einmal die Masse abgenommen und sind mit dem Plusschalter hier drauf gegangen. Das Ganze ist jetzt aktiviert, sobald wir die Zündung einschalten. Das heißt, da wird kein Dauerstrom gezogen, sondern passiert jeweils mit Aktivierung der Zündung. Da geht der Tacho dann bzw. der Zusatztacho dann an und aus. Und so haben wir kein Dauerplus anliegen und das Ding zieht euch nicht die Batterie leer. Weiter geht's. Der Zusatztacho ist jetzt angebracht und leuchtet hier in schönem Blau. Das Einzige, was wir noch machen mussten, wir haben den Reifenumfang einmal gemessen und eingegeben. Dazu legt ihr einfach ein Maßband aus und rollt den Reifen einmal, bis er komplett abgerollt ist, dem Maßband entlang und gebt den Wert hier ein. Und wir haben natürlich noch die Anzahl der Magneten, der Sensormagneten hier eingegeben. Das sind in unserem Fall 4. Jetzt passt alles und jetzt können wir das Gerät testen. Geschwindigkeit wird dann auch richtig angezeigt. Sind wir mal gespannt, was bei rauskommt. So, jetzt haben wir hier die verschiedenen Funktionen festgelegt. Und zwar einmal die Messung von 0 bis 50 km/h. Wenn wir das starten wollen, halten wir diesen Knopf hier für 3 Sekunden gedrückt. So, jetzt ist das Ding scharf geschaltet. Wenn wir jetzt losrollen oder losfahren im besten Willen, sehen wir, zack, das startet. Wir können es jetzt hier nochmal unterbrechen. Haben auch noch einen anderen Modus, und zwar die Distanz. Haben wir auf 150 Meter festgelegt. Hier gilt dasselbe. Gedrückt halten, um es scharf zu schalten. Wir fahren los. Zack, und da sehen wir, dass die Zeit läuft. Hier können wir es wieder stoppen, hier wieder umschalten. Das Ganze testen wir jetzt mal draußen. So, wir sind wieder im Trockenen. Der Tacho funktioniert so, wie er funktionieren soll. Wir haben die Zeiten gemessen von der Distanz für 150 Meter. Das war etwas über 12 Sekunden. Muss ich aber auch dazu sagen, dass ich zu früh vom Gas gegangen bin, weil die Strecke nicht lang genug war. Für 50 Meter habe ich 4,4 Sekunden oder so gebraucht. Auch nicht schlecht bei dem Wetter. Funktioniert alles so, wie es soll. Wir sind zufrieden. Das Produkt und viele andere gibt es in unserer Back-in-Stock-Aktion im Shop. Seht ihr unten den Link dazu. Einfach draufklicken. Da gibt es dieses Produkt und viele andere schöne. Das war's von diesem Video. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.